Hallo ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Heute testet die Judy wieder für euch und zwar soll es heute um die Kaffeebaum-Kauwurzel gehen. Hundeshop war so lieb, mir die zuzuschicken und ja, Judy soll die testen demnächst. So sieht sie noch ungebraucht aus, unbekaut aus. Judy findet sie schon sehr interessant. Ich möchte euch vorher ein bisschen was dazu sagen. Es ist also ein reines Naturprodukt. Ein natürliches Kauspielzeug, also aus der Kaffeebaumwurzel. Sie ist ökologisch unbedenklich und auch ungiftig. Sie stammt aus einer philippinischen Kaffeebaumplantage und diese Plantagen müssen alle 10 Jahre verjüngt werden. Deswegen ist es also auch eine gute Alternative zu diesen mediterranen Harthölzern, weil sie eben auch aus nachwachsenden Rohstoffen dadurch eben gewonnen wird. Und auch wenn es die Kaffeebaumwurzel ist kein Koffein enthalten, da müsst ihr euch also keine Gedanken machen. Kauen ist ja bekanntlich gut für den Hund, weil es ihn beruhigt, es fördert das Wohlbefinden und ja, ist also auch eine gute Beschäftigung für den Hund. Gleichzeitig reinigt es aber auch die Zähne und beugt eben auch Zahnstein vor. Diese Disc ist jetzt die Größe M, kostet 13,99 €. Sie ist in der Diagonale 16 cm groß und hat eben diese 3 Bananenfaserseile integriert. Den Link dazu aus dem Hundeshop packe ich in die Infobox, auch die Facebook-Seite von Ihnen. Da könnt ihr auf alle Fälle mal vorbeischauen. Die Kaffeebaumwurzel hat einen besonders attraktiven Geruch für den Hund und sie ist sehr hart und kann aber eben Stück für Stück ja, weich gekaut werden sozusagen. Wenn das Holz kann nicht splittern, im Gegensatz zu anderen Hölzern. Wenn es aber doch mal bricht, dann soll man diese gebrochenen Teile entfernen, damit der Hund sich nicht dran verschluckt. Die Bananenfaserseile sind die Fasern aus der Textilbanane. Sie sind härter und borstiger als andere Seile und reiben dadurch eben die Zahnbelege besser ab. Sie fördern dadurch eben auch das Kauen und den Nagetrieb stärker als andere Seile. Und ja, ich habe gelesen, dass einige Hunde die wohl auch in kleine Stückchen zerlegen, was teilweise ein bisschen krümelig sein kann. So sieht die Disc noch neu und unbenutzt aus. Ja, die Judy kriegt die jetzt und dann werden wir sie mal auf Herz und Nieren testen. So, 2 Wochen sind rum. Julia hat also ausreichend Zeit gehabt, sich mit der Kaffeebaumkauwurzel zu beschäftigen und sie sieht so aus. Ja, also sie hat ungefähr, jetzt nimmt sie sich, das ist ja sehr schön. Ja, dann können wir das gleich mal live miterleben. Also sie hat sie sich so die so ungefähr 3-mal genommen und aber immer irgendwie nicht länger als
5 bis 10 Minuten sich damit beschäftigt. Sie hatte eigentlich auch Spaß, damit diese Bananenfasern rauszuziehen und kaputt zu machen. Und die liegen dann tatsächlich auch überall rum. Aber so nach 5 bis 10 Minuten, mal gucken, wie sie das jetzt macht, nach 5 bis 10 Minuten hat sie dann irgendwie die Lust daran verloren und hat es dann liegen lassen. Also ich denke, also Julie ist ein Hund, der gerne Ziehspiele macht, der also mit diesen Seilen, die da dran war, schon gerne zieht. Und aber irgendwie denke ich, dass sie Kausachen lieber bevorzugt, die man dann auch irgendwie fressen kann. Also dass diese Kauwurzel nicht so leicht abgenutzt wird, das kann ich bestätigen, das stimmt. Und ja, sie musste sich schon sehr auch damit beschäftigen, um da kleine Stücke abzubeißen. Die splittern dann auch nicht, das kann ich auch bestätigen. Die kleinen Stücke, die dann, oder auch ein bisschen größere Stücke, die dann rumliegen, die nimmt man dann einfach weg und schmeißt die weg. Und ja, genau. So sah das auch die ganze Zeit aus. Also an sich, denke ich, ist das ein gutes Produkt. Qualitativ auf alle Fälle hochwertig, das kann ich definitiv bestätigen. Man sieht hier so die Ecken, die abgekaut wurden, und die sind tatsächlich nicht scharf oder splitterig oder wie auch immer. Ja, für Hunde, die gerne lange auf Holz rumkauen oder auch sich lange mit Sachen beschäftigen, die sie auch dann nicht notwendigerweise fressen müssen, ist das sicherlich ein gutes Produkt. Genau, in dem Sinne, das ist unser Fazit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war hilfreich. Genau, Links sind in der Infobox und das nächste Video kommt bald. Falls ihr Vorschläge habt, gerne kommentieren und wir sehen uns dann mal wieder. Tschüss! Und wo bist du? Nicht immer an die Haare gehen. Ja, hör mal auf, bitte.